liebe Zuschauer, ja, ich habe mal eine Frage. Ich habe ja hier Grafikkarten von MSI und das Mainboard ist ja auch von MSI. Und hier sind ja so ein paar Kühler, Kühlrippen, da ist auch noch was. Und hier oben sind die Spannungswandler, ja, sieht man ja schön. Und jetzt sieht man aber hier unten, dass hier eine Flüssigkeit ausläuft. Ja, ich habe mal nachgeguckt, also tatsächlich haben auch ein paar andere MSI Mainboards, dass da so die Kühlmittelflüssigkeit ausläuft von den Spannungswandlern anscheinend. Nur wieso das hier alles noch läuft, anscheinend ist die Flüssigkeit nicht leidend, sonst wäre das ja, man sieht ja, sind an Kontakten schon dran, sonst wird es ja schon lange nicht mehr angehen oder durchbrennen, weil es kurzschluss ist. Also scheint die Flüssigkeit nicht leidend zu sein. Und trotzdem ist die Frage, ist ja schlimm, wenn die ganze Kühlmittelflüssigkeit draußen ist, kann die dann kaputt gehen, die Spannungswandler, oder merkt man das irgendwie, wenn schon einer defekt wäre? Ja, weil es geht ja noch alles und läuft immer noch so wie beim ersten Tag, sage ich mal. Deswegen, oh, halt das Mikrofon zu, wäre blöd. Ja, wäre nur die Frage und das Video soll auch nicht lang werden. Wie gesagt, zur Not muss man das Mainboard auf Garantie zurückschicken, wenn die das überhaupt machen, weil vielleicht sagen sie, nö, kein Garantiefall oder so irgendwas. Ja. Weil, bis das hier ausgebaut ist, das ja, dauert schon ein bisschen. Ihr seht es ja selbst. Das sind meine Netzteile und so, kann ja drin bleiben, die Festplatten, aber ja, hier ist ein Kabel gewuselt, ich weiß. Ist aber hier eh Deckel dazu, aber hier hinten müsste ich alles ausbauen, das wäre schon blöd, wenn ich neues Mainboard bräuchte, weil das geht ja noch, aber ich habe halt Angst, dass das irgendwann mal ja, keine, entweder, dass halt das durch den Kurzschluss, weil die scheiß Flüssigkeit ausläuft, kaputt geht, oder weil keine Kühlmittelflüssigkeit mehr darunter ist, dass es dann kaputt geht. Also die zwei Varianten, da habe ich Angst, dass das entweder wegen der, weil das ausläuft, irgendwann kaputt geht, dass es dann irgendwo hinläuft, wo es dann wirklich einen Kurzschluss macht, oder dass dann da bald nichts mehr drunter ist, dass es dann zu heiß wird und die gehen alle kaputt, die Spannungswandler. Weiß nicht, was die aushalten. Das wären meine zwei Sorgen quasi nur. Ja, weil das andere geht ja noch. Also, es geht ja noch alles, aber ist halt schon blöd, wieso das jetzt hier passiert. Bei dem schönen Mainboard, habe ich gehört, passiert nichts. So, gibt es kein MSI mehr, dann hole ich mir ein Gigabyte oder was ich, was es noch so gibt. Dark Rock, nee. Asus, was gibt's denn noch? Keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Also, irgendwo, wo vor allem SLI geht, weil ich will ja die Grafikkarten alles behalten. Ja, aber es geht ja noch und solange werde ich noch behalten. Aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ist das jetzt schlimm oder nicht? Oder ist, wenn hier irgendwann mal alles rausgelaufen ist, dann läuft es immer noch weiter, kann ja sein. Ist ja natürlich das Beste, aber ich glaube, wenn alles draußen ist, dann überhitzen die oder es gibt einen Kurzschluss irgendwo. Gut. Naja, das war's auch schon wieder. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ja, ich weiß, es gibt ein paar Videos, die Defekte aufweisen, also wie bei der Waschmaschine oder jetzt hier, PC, aber was willst du machen? Oh, ich stelle die Schafe und so. Aber das ist schon seit einem halben Jahr so, dass das Land sein ausläuft. Ist natürlich jetzt mehr geworden, aber es hält sich eigentlich noch in Grenzen, finde ich. Und also vom wie weit es fortgeschritten ist, sage ich mal. Anscheinend ist eh schon bald nichts mehr drunter. Ja, also bis dahin und ciao.